So, meine Freunde, wir befinden uns in StarCraft 2 Wings of Liberty Menü. Ich bin euer Brandy und habe jetzt schon den dritten Versuch gestartet, eine Aufnahme hier hinzukriegen. Die erste wurde ich gecheased, wollte eigentlich Heart of the Swarm machen. Jetzt in der zweiten habe ich das Spiel zwar geschafft, aber ich habe es leider nur ohne Ton aufgenommen. Ich Idiot, weil ich habe vergessen, dass ich erst umstellen musste bei meinen Raps, dass er den Ton mit aufnimmt. Habe ich nicht geschafft. So. Nach langem gibt es mal wieder ein StarCraft 2 Gameplay von mir. Und wir spielen direkt gegen Silberligisten. Das ist natürlich blöd. Ich habe mich eigentlich jetzt extra in die Bronzeliga gespielt, um eben erstmal in Bronzeliga anzufangen, aber ist ja kein Problem. Spielen wir halt gegen einen Silberligisten. So. Wie ihr hören könnt, ich bin etwas krank. Ja, das wusstet ihr schon alle, ja, ich weiß, danke, danke. So, alles klärchen, mein Bärchen, dann schicken wir mal los. Also wir spielen jetzt hier neuerdings Zerg, wie ihr sehen könnt. Ich bin jetzt so auf dem Trip, ich möchte Zerg lernen, weil mir der Terraner, das durch das Splitting und so, ist mir einfach zu schwer. Und deswegen sage ich einfach, spiele ich jetzt Zerg. So, wir spielen wieder gegen einen Toss, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, also es pisst mich eigentlich schon an, dass wir wieder gegen einen Toss spielen müssen. Naja, wie dem auch sei. Wir werden hier diese neue Rubrik starten, die sich Let's Learn Zerg nennt. Und in dieser hier handelt es sich einfach um meinen Weg in die Goldliga wieder. Und wie ich mich einfach verbessern werde im Bereich Zerg Gameplay. So, wir spielen einen 9er Overlord, ganz normales Opening, ein 15er Pool, eine 15er Hedge und einen 17er Overlord, um den Bild schon mal ein bisschen voraus zu erklären. Warum erst Pool First? Einfach, weil ich sage, man fährt heutzutage etwas sicherer, wenn man im Pool zuerst spielt und dann halt immer die Möglichkeit hat, auf Linge umzuswitchen. Deswegen sage ich einfach Pool First, einfach aus dem Grund, dass Safety First ist auch. So, jetzt haben wir 15 Drohnen wieder. Wir nehmen eine unserer Drohnen, sobald wir ungefähr 200 haben, schicken sie runter. Und diese baut uns eine Hatchery. So, Hatchery ist jetzt im Bau. So, und wir bauen weiter Drohnen. Bis zu 17 haben wir gesagt. Und ab 17 bauen wir einen Overlord. Jetzt sehen wir, die Probe kommt an. So, jetzt bauen wir hier... Okay, sie hat nichts gescoutet, weil ich auch nicht weiß, was sie scouten soll. Wir sehen ein Gate-Opening. Ich baue jetzt schon mal meinen Crawler hin. So, will er stöpseln? Ja, er versucht zu stöpseln. Ein Kybernet... Nee, es ist ein Double-Warp-Gate, okay. Will er ein Four-Gate spielen vielleicht? Kann sein. Bauen wir die Queen jetzt schon. Bauen wir jetzt schon mal einen zweiten Overlord. Ein bisschen Safety haben, zu haben hier. So, als nächstes, wir haben jetzt eh 18 Drohnen hier. Unsere nächsten Drohnen können wir schon runterschicken. Die eigentlich auch schon. So, jetzt haben wir eine... ich warte auf meine zwei Drohnen, um meine Scouting-Linge zu machen. Schicken alles runter, was wir haben. Bauen weitere zwei Queens. Die hier wird gleich fertig. Und dann machen wir das so. Hier noch eine zweite in den Bau setzen. Und okay. Erste paar Queens runter. Zerglinge zum Scouting hinhauen. So, machen wir es mal so. Kybernetikkern steht auch. Okay. Verstecken unseren Overlord ein bisschen. Er muss ja nicht drauf gehen. So, dann haben wir hier jetzt ein Inject sitzen. Und haben direkt Platz für ein paar Overlords. So, die Queen müssen wir noch nicht hotkeyen. Die Queen werde ich hotkeyen.
Ah, schafft er es noch? Schafft er es noch? Ich fürchte fast schon nicht mehr. Nee. Brauchen wir jetzt mehr Overlords. Pisst mich eigentlich an. Aber kann man jetzt nichts machen. Muss man einfach so akzeptieren, wie es ist. Unser Gegner spielt immer noch Wombase, deswegen werde ich mich mal an einen zweiten Dingens dann nach Crawler machen. So, aber nicht genug Mineralien. Ja, bauen wir halt mehr Mineralien ab. So, und dann, sobald wir hier genug Geld haben, sage ich mal so, wo ist der zweite Overlord von hier, den ich da hatte? Okay, schick mal ihn einfach so hin. So, jetzt haben wir hier mehr als genug, wie ihr sehen könnt, an Drohnen. Jetzt tun wir mal beide Sammelpunkte zurück, hier in die Main. Bauen unsere Geysire. Und bedrohnen diese. So, und dann bauen wir hier natürlich erstmal einen Roach Warren. Naja, was heißt natürlich? So sieht die Taktik halt aus. So, haben wir alles bedroht. Hier haben wir auch alles fast bedroht. Nur noch die Geysire fehlen uns. So, unsere Queen natürlich. So, zack, zack. Und dann bauen wir auch unser Leerlein. Und Evo Chamber sind jetzt auch fertig. Das ist schön zu wissen. So. Wollen wir nicht noch eine dritte Hatch nehmen? Das ist mir noch nur so eine Frage. Ich probiere es einfach mal aus. Was passiert, sehe ich dann gleich. Wir brauchen mehr Vespingas. Dann versorgen wir unsere Leute mal mit mehr Vespingas. So, machen wir den Treffpunkt der Army hier vorne. Dann machen wir das mal so. Den Overlord ein bisschen nach links, damit er ein bisschen Sicht hat. Und zack. Okay, er marschiert jetzt aus. Wir brauchen jetzt... Oh, wir brauchen auch... Dieser Supply Block könnte uns unser Leben kosten, sage ich mal so. Der ist nicht ganz so toll. Ich baue mal einfach sicherheitshalber zwei neue Dingens da hier hin. Ja. Ja, ich hab's ja schon verstanden, dass du mehr Mineralien willst. Aber unsere Queens, wenn wir mal hier rüberziehen. Nee, fuck, ich habe meinen Injex verpennt. Das ist natürlich, wie ihr seht, noch nicht so ganz ausgereift. Aber wir sehen auf den Watchtowern, es bewegt sich noch nichts auf uns zu. Deswegen drohnen wir jetzt erstmal die dritte Base auf, sag ich mal. Würde ich mal vorschlagen. Bauen wir auch ein paar Ovis. Eine Queen. Okay, jetzt ist er auf dem Anmarsch, aber jetzt hat er ehrlich gesagt kaum mehr eine Chance. So. Das mal so. Okay, er braucht mehr Overlords, ja, habe ich schon verstanden. So, zack, inject, inject, 4, inject, jetzt kommt unser Freund. Lass mal ihn mal kommen kurz. So, machen wir hier nochmal ein bisschen Drone. Ich habe doch gar keine Streitkräfte dahin geschickt. Naja, jetzt hat er eigentlich eh schon eigentlich keine Chancen mehr, weil wir jetzt eh hier voll geladen sind mit Truppen, eine dritte Base saturiert, haben einfach sowas von genug Geld.
haben dann auch noch die Zuhause-Unterstützung. Okay, dann lassen wir ihn nochmal flüchten. Wir maxen in Ruhe auf. So, machen wir das ganz locker und gediegen. Machen wir hier noch ein paar Overlords hin. Machen wir unsere Upgrades. Machen wir hier ein Infestation Pit hin. Machen wir hier das. Dann machen wir hier Gase auch noch. Ja. Machst du doch, Süßer. Das machst du doch. Mit links sogar. Zack, zack, zack. Machen wir drei hier, zwei da, einmal da, eins, zwei noch. Und voll machen. So, wir können noch genau diese zwei Dinger hier machen. Dann sind wir sowieso maxed. Und es wird Zeit für uns auszuschwärmen. So, wir machen mal das mal mit denen hier. Die Queen machen wir mal, setzen wir schön einfach frech in die Mitte. Nehmen uns erstmal den Watchtower, um abzuchecken, was er so hat. Währenddessen natürlich nicht meine Injects verpennen. So, und dann gehen wir einfach mal drauf. Wir haben ja eh Roach Speed und alles. Machen wir mal den Stein kaputt. Und GG'n das Ganze mal, sag ich mal so, ja, Mai. Wir machen das mal so. Wenn er meint, er muss sowas bauen, bauen wir einfach mal sowas hier. Zack, zack, zack. Naja, das war jetzt eigentlich nicht so eine kluge Entscheidung von ihm. Er wollte auf Träger gehen. Wieso machen wir es nicht uns selber auch noch einfacher und gehen dahin dann? Komm, geht rein und macht einfach mal seine Eco kaputt, was noch übrig geblieben ist. Zack, zack, zack. Und zack. So, dann machen wir hier oben mal ein bisschen was an Arbeit. Schauen uns mal an, was er noch so bauen will. Machen wir noch ein paar Drohnen kaputt. Das Ding ist GG'd noch bevor es hier komplett zu Ende ist. Zack, zack, zack. Ja. Der wird sich gleich wundern. Wir gehen dann einfach nochmal rein mit allem, was wir haben. Und dann haben wir eigentlich eh schon das Ding GG'd. So, machen wir mal hier noch unsere letzten Drohnen voll, sag ich mal. Ja. So, dann haben wir hier alles voll gebaut wieder. Dann können wir die restlichen wieder dahin pumpen. Und wir laufen wieder los. Warum ich mir einen Roach rausgepickt habe, keine Ahnung, Leute. Weiß ich auch nicht gerade. Aber wir müssen weiter injecten. Einfach um sicher gehen zu können. Habe ich einen Hive gebaut? Nein, natürlich habe ich keinen Hive gebaut für einen 3-3er Upgrade. So, das müsste das GG jetzt sein. Er hat sich so frech wie er ist eine dritte Base gegönnt. Alle Worker mal weghauen. Und einfach mal frech auch GG schreiben. Einfach mal hochlaufen mit allem. Und zack. Was ihm das hilft, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall verliert er jetzt alles hier. Ja. Das war eh schon halb tot, also. So, ich weiß jetzt gar nicht, wieso er es nicht aufgibt einfach.
Kann ich nicht ganz nachvollziehen, tut mir leid. So, wir brauchen eine neue Base und wir haben fast nichts an Roaches verloren. Nur einen einzigen Roach oder was? Ah ja, und ein 4 Void Rays sollen es richten, ja. Wo lebst du bitte? Dann machen wir es mal so. Und der Rest geht mal seinen Weg nach unten auf Richtung Third Base. So, und sobald das Ding da oben zerlegt ist, können wir ja sowas machen. So, und ich verstehe nicht, wieso er das jetzt macht. Er will uns wahrscheinlich eh nur ärgern. Zack, und da ist das Ding. Ich verstehe gar nicht, wieso was lange dauern muss. Naja. Immerhin haben wir einen Silberschläger geschlagen. Oh, Mann. Tut mir leid für ihn. Jedenfalls, das wird in nächster Zeit auch oft kommen. Ich werde das zwischendurch mal mit Deponia tauschen. Also jeden zweiten Tag Deponia, jeden zweiten Tag StarCraft. Und dann haben wir eine gesunde Mischung und dann kann ich auch ein bisschen trainieren in StarCraft, weil ich eben gesagt, ein wenig leveln will, sagen wir es mal so. So, in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Chosen!